Hallo liebe Mitreisende, heute möchte ich mit euch über Regeln sprechen. Regeln. Als Anarchist wird man ja immer vorgeworfen, dass man eine Gesellschaft haben möchte ohne Regeln, wo nur Chaos herrscht und so weiter. Was natürlich nicht wahr ist, weil in der Anarchie mehr Regeln sind als im Staat. Im Staat gibt es keine Regeln. Es gibt keine Regel, die für alle gilt. Also der Staat sagt vielleicht, okay, also jede Regel, die du so aufstellen kannst, die wird, da gibt es immer Bereiche, wo die nicht gelten. Zum Beispiel, wenn der Staat sagt, Diebstahl ist nicht okay, Diebstahl gehört verboten, dann wird zwar gesagt, es ist eine Regel, aber es gibt Ausnahmen zu dieser Regel und damit ist es per Definition keine Regel mehr, weil sie nicht universell gilt. Denn der Staat nimmt ja selber Geld von den Bewohnern, indem er Steuern verlangt. Und das ist Diebstahl oder eher Raub, weil er mit Waffengewalt wirklich die Bürger bedroht. Aber um das auf eine persönliche Ebene zu bringen, das war jetzt nur ein bisschen Abschweifung in das Politische, aber so ins Persönliche. Die Sache mit Regeln ist ganz interessant, weil wir sehr viel mit Regeln aufwachsen, und zwar aber mit Regeln, die uns von außen aufgedrückt werden. Ja? Wir müssen ins Bett gehen, wir müssen um eine bestimmte Zeit aufstehen, wir müssen zur Schule gehen, wir müssen den Müll runterbringen, wir müssen dies machen, wir müssen jenes machen. Und es sind so viele Regeln und es sind sehr, sehr erdrückend. Ja? Aber es gibt wirklich keine Regeln, außer die von einer, also in dem Sinne, außer die von einer Autorität uns aufgedrückt wird. Ja, so zumindest so wachsen wir auf. Und meine Botschaft in diesem Video ist eigentlich, dass es keine Regeln gibt und dass wirklich du bestimmen kannst, wie du dein Leben lebst. Ja, es hat Vorteile, viele Regeln zu haben. Es hat auch Nachteile. Also Vorteil wäre vielleicht Struktur. Also ich habe es mir zum Beispiel gestern Abend gegönnt, bis um 5 Uhr morgens ins Bett zu bleiben. Bin dann dementsprechend auch ganz spät heute aufgestanden. Jetzt ist es schon Abend und ein Glück ist das Wetter gerade so toll und es wird bald wieder Sommer. Deswegen geht die Sonne, ist die Sonne noch nicht unten. Da hatte ich Glück gehabt. Nee, aber der Punkt ist sozusagen, noch nicht mal das ist eine Regel, ja. Und ich bin auch ganz lange im Bett geblieben. Es gibt noch nicht mal eine Regel, dass du irgendwie aufstehen musst oder so. Es gibt noch nicht mal eine Regel, dass du zur Arbeit gehen musst, ja. Also das ist einfach nur alles in unseren Köpfen drin. Und man könnte meinen, okay, dann hat man weniger Struktur. Und in gewissem Sinne hatte ich auch gestern und heute sehr wenig Struktur. Und das möchte ich eigentlich nicht haben, weil ich brauche auch Struktur in meinem Leben. Aber in gewissem Sinne, durch diese Einstellung, dass es keine Regeln gibt, habe ich auch wieder mehr Struktur, weil ich dann wirklich das mache, was ich wirklich machen möchte. Ja, wirklich das, was ich machen will. Und dadurch schaffe ich mir meine eigene Struktur, beziehungsweise eigentlich plane ich meinen Tag auch eigentlich sehr rigoros. Nur manchmal gönne ich mir das, dass ich mal sage, okay, nee, ich will jetzt, ich habe jetzt andere Prioritäten, ich will mich jetzt entspannen, ich habe jetzt keine Lust zu arbeiten, ich habe jetzt keine Lust, andere Dinge zu machen. Und das ist auch in Ordnung. Und das ist wieder so, also sehr analog auch zum Politischen. Da gibt es halt nicht diese ganz vielen Regeln, die dann nur für eine Person gelten oder nur für dich gelten. Und die Erwachsenen können frei entscheiden, was sie machen, aber du musst zur Schule gehen. Du bist gezwungen, dahin zu gehen. Und die Erwachsenen können sich die Arbeit selber aussuchen, die können auch nicht arbeiten, die können machen, was sie wollen. Insofern ist es nicht sehr universell. Aber ich schweife ein bisschen ab, zurückzukommen, auf wie du das jetzt sozusagen anwenden kannst oder was es so meine Botschaft ist, man hat viel mehr Struktur, wenn es wirklich von innen herauskommt, weil es so eine, nicht unbedingt mehr Struktur, vielleicht ist Struktur das falsche Wort, aber man ist, es ist viel authentischer, es macht viel mehr Sinn.
die Regeln entspringen sozusagen von innen heraus. Ja, die sind, sind authentischer. Und das ist wirklich so die Botschaft. Ja, das ist wirklich mehr, dass man glücklicher im Leben ist, wenn man sich keine eisernen Regeln setzt, sondern wenn man das macht, was von innen herauskommt und sich auch selbst akzeptiert, wenn man eben nicht alle Regeln streng befolgt, die man sich vielleicht vorher gesetzt hat. Das ist auch sehr wichtig, diese Selbstakzeptanz einfach zu haben und nicht dann, viele Leute kommen dann in den Modus, wie vielleicht ihre Eltern waren, als sie Regeln gebrochen haben, ja? Dass sie dann selber so mit sich sprechen, so sagen, oh, nee, warum habe ich das nicht gemacht, ich bin doch so doof und warum bin ich so faul, ja? Viele Leute, die ich so gehört habe, oder mit denen ich zu tun hatte, meinten zumindest manchmal, ach, ich bin faul. Was heißt das eigentlich, faul? Faul heißt eigentlich nur, dass du eine bestimmte Sache nicht tun möchtest. Aber faul ist so negativ. Ja? Das impliziert so, ich habe eine bestimmte Regel nicht eingehalten. Und deswegen betitel ich mich jetzt mit einem negativen Begriff. Ja, du wolltest es nicht machen, das war dein Wunsch, das war deine Präferenz. Und ich denke, es ist sehr wichtig, sich zu akzeptieren und anstatt zu sagen, ich bin faul, zu sagen, nein, ich habe eine bestimmte Präferenz und ich handle danach. Und natürlich hat alles Konsequenzen, was wir machen, und deswegen ist es gut, wenn wir uns vielleicht auch so sehr bewusst manche Regeln setzen, weil wir wissen, wenn wir bestimmte Dinge nicht machen, dann hat das Konsequenzen. Aber wie gesagt, das Beste ist halt, wenn das von innen herauskommt. Und dann hat man, also dann ist man viel, viel entspannter im Leben, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was ihr so haltet von Regeln. Was für Regeln setzt ihr euch selber in eurem Leben? Und wie sehr haltet ihr euch dran? Und habt ihr vielleicht auch so Tage, wo ihr einfach alles über Bord werfen wollt, wie ich gestern und heute, und einfach sagt, nee, ich brauche jetzt mal eine Pause von allen Regeln, ich mache jetzt mal einfach was, wo ich mich irgendwie gerade so nach fühle. Genau, also ich bin gespannt, was ihr so haltet von all diesen Ideen, und wir sehen uns demnächst. Tschüss!